und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen beim neuen Talk rund um den 1. FC Köln. Zwar nicht nur, weil wir auch ein paar andere Themen haben wollen, aber sehr, sehr viel 1. FC Köln. Und deswegen haben wir heute auch einen ganz besonderen Gast, ganz besonders. Deswegen war er natürlich in der Leitung des 1. FC Köln ein ganz gewichtiges Wort mitzureden hat. Kein Wunder, er ist der Vizepräsident des 1. FC Köln. Ich freue mich auf Eckhard Sauren. Hallo Ecki, grüß dich. Ja, hi. Ja, schön, dass du gekommen bist an einem sehr schönen Tag, mitten zwischen den zwei Europapokalspielen oder besser gesagt Playoff-Spielen. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich will gar nicht so lange drum rumreden. Wir fangen sofort an. Nur eine Info noch. Dieser Talk ist sozusagen einerseits als Video zu sehen auf YouTube, wie vielleicht jetzt einige erkennen. Manche aber hätten es auch gerne als Podcast und mittlerweile kann man es auch bei Spotify und Co. überall finden. Das heißt, euch entgeht also gar nichts, wenn ihr lieber bei einer langen Autofahrt, unter anderem nach Ungarn, das hören wollt, dann habt ihr diese Möglichkeit auf jeden Fall und natürlich auch bei allen anderen großen Anbietern von diesen Podcasts. Ja, okay, dann können wir eigentlich anfangen. Ne? Also Thekenphilosophie, ich denke, das ist der richtige Ort dafür. Ne? Also ich habe jetzt, wir sitzen zwar jetzt hier ein bisschen in der Skihüttenecke, aber ich denke, auch hier lässt es sich ganz gut reden. Du hast dich ja vielleicht schon ein paar Mal gesehen hier. Ne? Absolut, ja. Wunderbar. Ach, tatsächlich. Ja, siehst du mal, ne? Also aber keine Kosten und Mühen gescheut. Farbdrucker macht's möglich und von daher. Hab ich schon hoch hinaus geschafft quasi. Ja, du hast es schon ganz hoch. Wir sind ja auch hier im zweiten Stock, also es ist, höher geht's hier jedenfalls in der Ecke nicht. Und dementsprechend können wir jetzt loslegen. Lass mal ganz kurz nochmal auf den Sonntag zurückblicken. War ja schon ein besonderes Spiel. War jetzt vielleicht nicht gerade spielerisch so 1:1 bei Eintracht Frankfurt. Ergebnis natürlich top, kann man nichts anderes sagen. Aber es wurde hinterher wahnsinnig viel diskutiert, weniger über das Sportliche, sondern über den Videobeweis, den VAR. Wie hast du die Situation gesehen und wie stehst du generell dazu? Ja, ich würde jetzt schon mal sagen, dass das spielerisch durchaus okay war. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir doch das Mittelfeld überwiegend kontrolliert und das war schon stark gegen eine Frankfurter Mannschaft, die nicht umsonst in der Champions League spielen. In der zweiten Halbzeit merkte man natürlich schon, dass dann bei dem einen oder anderen die Müdigkeit ein bisschen hochkam und da wurde Frankfurt dann immer bestimmter, hat dann das Tor, was ein bisschen unglücklich fiel, aber am Ende verdient gemacht und dann hatten wir tatsächlich mit dem Ausgleich dann ein bisschen Glück, aber trotzdem den Mut, da weiterhin nochmal nach vorne zu spielen, um die Situation vielleicht auch ein Stück weit herbeizubeschwören. Was den VAR anbegeht, war es natürlich insofern hochgradig unglücklich, dass es extrem lange gedauert hat, bis dann eine Entscheidung gefallen ist, bis dann auch der Schiedsrichter nochmal wirklich an den Terminal gegangen ist, um sich selber anzuschauen. Das ist natürlich für den Fan und für alle ein großes Thema. Es gab ja jetzt Statistiken, wo man ausgewertet hatte, dass die Zeiten gerade kürzer wurden und die Anzahl an Fehlentscheidungen besser wurden, aber 5 Minuten ist dann einfach ein No-Go, weil es dann schon das Spiel ein Stück weit an der Stelle kaputt macht. Gab ja FC-Spieler, die gesagt hatten, war ja gar nicht so schlecht, konnten wir uns nochmal holen. Okay. Aber das ist nicht im Sinne des Spiels. Und zur Entscheidung selber, ich habe es mir zigfach angeschaut und bin tatsächlich der Meinung, dass sie am Ende des Tages aller Voraussicht nach richtig ist, weil es geht ja um die Frage, ob das Sichtfeld unmittelbar behindert ist. Das war nicht der Fall. Wenn man eine gerade Linie zieht vom Torwart zu Jan Thielmann, dann konnte er Jan Thielmann in den Schuss sehen. Und da Florian Dietz mit einem gewissen Abstand zum Torwart gestanden hat, ist dann keine unmittelbare Sichtbehinderung mehr, sondern die wäre dann eingetreten, wenn der Trapp in die Ecke geflogen wäre. Ja. Weil dann hätte zwischendurch bei der Flugbahn eine gewisse Sichtbehinderung gewesen sein können. Dann zählt aber tatsächlich, weil es nicht unmittelbar die Fragestellung, wäre der theoretisch haltbar gewesen oder nicht. Und das war er nicht. Und damit ist es tatsächlich auch anders wie beim Schalke-Spiel. Mhm. Beim Schalke-Spiel war eine unmittelbare Sichtbehinderung. Der stand 1,50 Meter vor Marvin Schwäbe. Und damit ist der Sachverhalt tatsächlich anders. Und deshalb glaube ich, wenn man sich sehr intensiv damit beschäftigt, kann man die Entscheidung so wie sie ist absolut vertreten und weil es so komplex ist, hat es vermutlich auch so lange gedauert, ja. Aber im Endergebnis ist es dann zu lange und wir freuen uns, dass es gegolten hat, wir freuen uns über den Punkt in Frankfurt, das war wichtig für die Moral, wichtig natürlich auch für Donnerstag und von daher sind wir da am Ende dann ganz glücklich da rausgekommen.
Ja, ich meine, wenn man die zwei Auswärtsspiele sieht, Leipzig und auf der anderen Seite dann der Europa-League-Sieger, muss man ja so sagen, mit allem Respekt, das haben sie ja super hinbekommen, und dann da auch ein Unentschieden zu holen, vor allen Dingen nachdem die Kraft und vielleicht auch, ja, vielleicht war in der Mannschaft ja doch eine gewisse Unsicherheit da nach diesem unglücklich gelaufenen Feierbar-Spiel. Würdest du darüber noch ein paar Worte verlieren? Ich meine, eigentlich geht's ja eher nur ums Rückspiel. Es ist ja alles schon gesagt. Aber es war schon enttäuschend, ne? Und gerade mal die Stimmung, ich meine, ich war auch im Stadion, ja, logischerweise, vermutlich auch. Es war bombastisch. Klar, ne? Also alleine. Es war alles bereitet, ne? Und dann steht es auch noch 1-0. Wahnsinn, die Atmosphäre alleine vorm Stadion, ja, was auf der Aachener Straße los war, was vorm Stadion los war, alle in Rot. Also ich bin da wirklich auch mit einem Lächeln da durchgelaufen, weil man jetzt irgendwo denkt, Mensch, ist das schön, was wir hier alle gemeinsam erleben können. Das war wirklich überragend. Und das Spiel ging ja dann auch genauso los, und die erste Chance macht dann der Flo direkt dann auch relativ abgebrüht für seine Verhältnisse dann da rein. Also von daher war es alles angerichtet, und dann mit der roten Karte kippte natürlich dann an der Stelle das Spiel. Und dann ist das, was im Fußball halt häufig kommt, dass du halt bei einzelnen Spielen ist es dann halt doch enger, und dann können solche Ereignisse immer eintreten, die dann auch eher unwahrscheinlich sind, aber jede 10-1 Chance tritt jedes zehnte Mal ein. Ja. Und ungefähr so war es jetzt dann an dem Tag. Der große Vorteil ist, es gibt Hin- und Rückspiel. Das heißt, da kann sich das an der Stelle dann wieder ein Stück weit ausgleichen. Ja. Darauf setzen wir, dass wir dann 11 gegen 11 die nötige Dominanz an den Tag legen, was sich dann auch hoffentlich torotechnisch auszählt, dass man es im Rückspiel dann wieder gerade biegen kann. Und deshalb gehen wir mit Vorfreude die Reise nach Ungarn an. Ja, ich merke ja, die Vorfreude ist allgemein jetzt wieder komplett da. Ich glaube, die Leute haben natürlich auch nach dem Unentschieden ein bisschen aufgeatmet. So, ja, Hauptsache da einen Punkt geholt und ja, dementsprechend auch mit gutem Mute da hinzufahren. Was ich aber jetzt ein bisschen gehört habe, dass sich so ein paar FC-Fans auch ein bisschen Sorgen machen, wie die Situation in Ungarn ist. Die Ungarn erwarten, das habe ich heute noch gelesen, in einem, ja, in der ungarischen Presse halt, man gibt ja den schönen Google-Übersetzer, ansonsten wären wir ja verloren, da steht halt drin, die erwarten 15.000 bis 20.000 Kölner. Das ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen, oder? Das fände ich auch ein bisschen hochgegriffen. Also wenn da dann knapp 10.000 kommen, wäre das ja auch schon gigantisch an der Stelle, zumal wahrscheinlich ja auch die Hälfte ungefähr ins Stadion dann reinkommen wird. Das sind alles Themen, wo der FC sehr bemüht war, mehr Tickets zu bekommen als notwendig. Da sind extra Mitarbeiter nochmal hingereist. Wir haben auch beim offiziellen UEFA-Essen, was es gegeben hat, mit der ungarischen Führung, das ganze Thema Tickets besprochen, Sicherheit besprochen. Das ist für die eine Riesenherausforderung, weil die noch nie so viele Zuschauer im Stadion hatten. Die hatten vor allen Dingen noch nie so viele Auswärtsfans im Stadion. Die haben schon noch den Punkt gesehen, dass es besser ist, ein paar Fans mehr ins Stadion reinzulassen als zu viele draußen, ja, sodass man wirklich an allen Ebenen bemüht ist, das so gut wie möglich zu managen. Das ist aber alles nicht trivial, weil es auch da dann Tunnel gibt, die für gewisse Kapazitäten ausgerichtet sind, wo man gut vorbereitet versucht, da an die Sache heranzugehen. Aber ja, wir drücken die Daumen, dass es sowohl so, dass ein Fußballfest in jeglicher Hinsicht wird. Ja. Und dass das Stadion dann vielleicht eine Atmosphäre erlebt, wie es auch selten bisher erlebt hat, und wenn auch von den FC-Fans dann angefacht. Und hoffentlich dann in unserem Sinne erfolgreich, klar, das aber trotzdem muss ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen nachhaken, weil ich mache mir ein bisschen Sorgen und ich bin nicht der Einzige, ne? Ich meine, Ungarn, wissen wir alle, ist ein Land, wo die Staatsmacht ein bisschen anders drauf ist. Ich sag's, formuliere es mal ganz freundlich. Und man weiß ja halt nicht, wie die dann reagieren, wenn dann so ein großer Marsch, Köln, dann ist glaube ich auch ein Fanmarsch geplant, dass da also wirklich, dass da was passieren könnte. Also ich habe schon gesagt, also wenn jetzt noch, einige Leute erinnern sich vielleicht noch an London, das war ja völlig harmlos, was daraus gemacht wurde von den Medien, von vielen Medien, nicht allen, das war ja eine Katastrophe, ne? Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass sich das eventuell wiederholen könnte. Siehst du die Gefahr? Habt ihr alles getan vom FC aus, was ihr tun könnt? Also wir sehen die Gefahr jetzt mal in erster Linie, dass natürlich dann Budapest auch eine aktive Fanszene hat an der Stelle. Und wenn jetzt ein sehr großer Fanmarsch durch Budapest ziehen würde, dann ist natürlich fraglich, was die aktive Budapester Fanszene da macht und sich organisiert. Wir versuchen da wirklich alle Themen und Risiken frühzeitig zu sehen, zu diskutieren mit den Ungarn, mit den ungarischen Sicherheits
Behörden. Also von daher finden die Abstimmungsrunden statt, die stattfinden können. Mhm. Du kannst nicht jedes Risiko an der Stelle ausschließen. Das ist leider so. Und insofern, ja, gehen wir gut vorbereitet und am Ende voller Vorfreude dann dahin. Ja, also ich will ja jetzt auch nicht, um Gottes Willen, dann nicht an die Wand malen, aber es weiß ja hinterher, ne, darüber hätte man sich ja vorher mal Gedanken machen können. Hinterher ist mir ja immer schlauer, bekanntermaßen, und deswegen frage ich einfach nochmal. Aber wie ich höre, ist ja auch von der FC-Seite also viel getan worden. Es sind wirklich sehr, sehr viele Sitzungen, die da im Vorfeld abgehalten werden. Da werden wirklich dann auch verschiedene Szenarien alle durchgegangen. Mhm. Und auch die drei Verantwortlichen von der Clubführung, die haben wir ja gesprochen, die waren in den Themen komplett drin. Okay. Also so, die nehmen das sehr ernst. Die wollen, dass das ein Fußballfest an der Stelle wird. Und die drei haben da auch einen sehr klaren Blick und haben uns schon vermittelt, dass sie die Themen sehen und sehr ernst nehmen. Dann kommen wir zum Sportlichen. Was erwartest du? Unter 4-0 darf nichts gehen. Dann am Ende des Tages, wenn wir weiterkommen, ist alles andere natürlich egal. Allein von der Kraft her wäre es natürlich toll, wenn man es in der regulären Spielzeit schafft. Das ist, glaube ich, die oberste Zielsetzung. Dafür müssen wir aber erstmal ein Tor aufholen. Ja. Und von daher gilt am Ende das Ergebnis, ob wir weiterkommen oder nicht. Und ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass es funktionieren kann. Die zweite Halbzeit hat schon aufgezeigt, dass wir 10 gegen 11 eine Menge Druck ausüben können. Ja. Und am Ende waren die ja fast noch mehr kaputt als wir. Jetzt haben die natürlich den Vorteil, dass sie kein Spiel zwischendrin hatten und sich auf das Spiel konzentrieren können. Aber dennoch sind wir, glaube ich, spielerisch in der Lage, uns da genug Chancen rauszuarbeiten. Und dann ist es im Fußball halt, wie so oft, entscheidet am Ende des Tages auch ein bisschen das Quäntchen Glück. Aber das werden wir versuchen, mit allen unseren Möglichkeiten herauszufordern. Und jetzt von Haus aus vorm Spiel bin ich schon optimistisch, dass wir eine ganz reelle gute Chance haben, dass es klappt. Ja, deswegen habe ich also auch eben gesagt, sollte nicht despektierlich klingen mit dem 4-0. Ich bin auch einer der wenigen, die von medialer Seite gewarnt haben vor dem Spiel. Ich hatte nämlich das Spiel gegen Újpest Dózsa Budapest im Jahr 83 in Erinnerung. Da waren wir auch haushoher Favorit, haben mit Hinspiel 3-1 versemmelt. Im Rückspiel denken wir, ach, die hauen wir weg, kein Problem. Und da nach 10 Minuten stand schon 1-0 für die Ungarn. Wir haben 4-2 gewonnen. Damals war noch Auswärtstorregel und FC ist damals mit einer Startruppe ausgeschieden. Also deutlich, naja, von der Qualität höher als unsere Truppe heute, bei allem Respekt. Ja, und deswegen, also mein Fußball, wissen wir alle, ist halt ein Spiel, da kann alles passieren. Und dennoch sind wir guten Mutes. Verlassen wir vielleicht mal das Sportliche rund um das Fehervar-Spiel. Es geht aber natürlich auch um das Finanzielle. Der FC ist ja früh rausgeflogen im Pokal, in der ersten Runde schon. Leider, ne, war ja auch ein bisschen Pech. Elfmeterschießen ist immer auch Lotterie. Aber will ich gar nicht drauf zu sprechen. Aber wenn man jetzt auch noch gegen die Ungarn rausfliegen würde, das wäre einerseits sportlich natürlich auch eine Blamage, muss man leider so sagen. Andererseits, wie sieht's dann finanziell aus? Ist das für den FC jetzt überlebenswichtig, jetzt, sag ich mal, in diese Phase einzuziehen, in diese Vorgruppe, sag ich mal, oder Vorrunde? Ja, also überlebenswichtig ist mir dann doch ein bisschen zu viel an der Stelle. Also es würde die finanzielle Gesundung massiv erleichtern, weil es schon um etliche Millionen geht, die man dann sowohl sofort als auch langfristig dann aus den europäischen Töpfen an der Stelle bekommt. Ja. Wir haben aber einen klaren Plan, der auch mehrjährig ist, wo wir die finanzielle Gesundung des ersten FC Köln erreichen werden. Unabhängig von dem Ergebnis in Ungarn. Okay. Also von daher ist es nicht so, dass, wenn wir das nicht schaffen, dann wir vor einem endlos Problemen stehen, die ganz schwer lösbar sind, sondern wir haben klare Ideen, klare Pläne für die verschiedenen Szenarien an der Stelle. Das ist auch wichtig so, weil am Ende des Tages sollen die Jungs und rund das Team sich auf das Sportliche konzentrieren, sollen sportlich alles raushauen, was sie irgendwie können. Und wie gesagt, finanziell wäre es schon eine enorme Erleichterung. Man kann viel schneller noch die finanzielle Gesundung erreichen als in dem Szenario, wenn es nicht klappt. Aber in einem Mehrjahresplan, den wir sauber ausgearbeitet haben, wird uns das gelingen. Das ist auch einer der wichtigsten Pläne, die wir die nächsten Jahre haben. Das ist der 7-Punkte-Plan, ne? Oder? Nee, das ist nicht der 7-Punkte-Plan, sondern ich komme noch teilweise mit den Punkten immer durcheinander mittlerweile. Erklär's noch mal kurz.
Das ist ein mehrjähriger Finanzplan, ganz simpel. Okay. Also wo aber jetzt trotzdem dann ein Stück weit die Besonderheit darin besteht, dass wir bewusst mal auch mehrere Jahre nach vorne geblickt haben. Ja. Weil ja doch im Fußball sehr häufig die Kurzfristigkeit eine wichtige Rolle einnimmt. Das werden wir wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle nochmal vertiefen. Ja. Und insofern haben wir jetzt dann auch mal Finanzplanung, natürlich auch unter verschiedenen Szenarien, aber auch über mehrere Jahre gemacht. Ja. Und uns ist wichtig, dass die finanzielle Stabilität des ersten FC Köln eine extrem wichtige Ausgangsbasis ist, von der wir dann eine Menge aufbauen können. Aber diese finanzielle Stabilität, die werden wir herstellen in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Okay. Ja, und wenn man sagt, in den nächsten 2 bis 3 Jahren, dann kann man sagen, okay, wenn es in Europa jetzt klappt, dann werden wir es in den nächsten 2 Jahren schaffen. Und wenn nicht, dann wird es vielleicht auch 2, 3 Jahre dauern. Aber wir werden das schaffen. Und dann ist unsere ganz klare Richtlinie, von einer ganz sauberen finanziellen Basis die Perspektiven aufzubauen. Okay, jetzt hat ja Steffen Morgenrath, ich glaube, da war er wahrscheinlich auch ein bisschen genervt von der Fragerei, irgendwann mal gesagt, das Finanzielle geht ihm an einem bestimmten Körperteil vorbei, auf dem wir alle sitzen. Ja. Fandst du das kommunikativ völlig noch okay, weil er nach dem Motto, das steht ihm zu? Oder fandest du es ein bisschen unglücklich? Weil man kann ja auch was draus machen. Ne? Ich finde das schon insofern okay, weil er damit ja klar auf den Punkt bringt, dass er hier für das Sportliche zuständig ist und der Sport sich auf das konzentrieren sollte, wofür wir die Leute auch haben, nämlich die Mannschaft so einzustellen, dass sie da weiterkommen. Ja? Und das bringt ja jetzt nichts, wenn man da irgendwelche Millionenbeträge hinsetzt und nachher sind die Jungs dann auf dem Platz nervöser, als es an der Stelle sein muss. Und von daher steht es dann auch in meinen Augen Steffen Baumgart zu, zu sagen, jetzt lassen wir hier über das Sportliche reden. Das war ja die Aussage, die an der Stelle dahinter steckt. Und da versucht er mit allen möglichen Mitteln und dem Trainerteam abgestimmt, die Mannschaft so einzustellen, dass es an der Stelle klappt. Ja. Wir sind insgesamt froh, dass wir mit Steffen Baumgart und dem Trainerteam aber wirklich ein Team haben, mit denen man auch reden kann und die langfristig denken. Und das ist tatsächlich schon herausragend, weil klassischerweise Trainer, teilweise auch Sportgeschäftsführer, einen sehr kurzfristigen Blickwinkel haben, ja, und dann lieber nochmal einen Spieler fordern, als auf den eigenen Kader an der Stelle zu schauen. Und da kann ich nur sagen, ist die Zusammenarbeit zwischen Stefan Keller und Christian Keller und Steffen, ja, Baumgart wirklich sehr, sehr gut. Und auch die Zusammenarbeit zwischen dem Vorstandsteam und den ganzen Gremien mittlerweile sehr, sehr gut, sehr, sehr sortiert. Somit ein Grund, weshalb wir sehr viel Ruhe mittlerweile in den Verein reinbekommen haben. Mhm. Und von daher funktioniert das wirklich in der Praxis sehr, sehr gut. Und dann kann Steffen natürlich auch mal so einen Spruch machen. Dafür ist er ja bekannt, dafür lieben wir ihn auch auf der anderen Seite auch. Ja. Und von daher passt das schon. Ja, ich denke auch, dass es ihm ja grundsätzlich bestimmt nicht egal ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass es ihn aber jetzt in der Situation jetzt halt egal sein muss, weil er halt einfach sagt, ich konzentriere mich darauf, dass wir das sportlich schaffen, ne? Und wie das hinterher ist, ne? Okay. Aber wie gesagt, es kommt natürlich, es ist auslegbar, ne? Und es gibt natürlich Leute, die das dann halt auf eine andere Art und Weise auslegen. Gut, muss man halt mit leben. Und solange der aber Erfolg da ist, wird da keiner was sagen. Wenn der Misserfolg da ist, dann kann man sich denken, was dann draus gemacht wird, ne? Und dann haben wir wieder Unruhe. Wollen wir es nicht hoffen. Apropos Unruhe, nicht, dass das für Unruhe gesorgt hat, aber vor ein paar Wochen hat Christian Keller in seiner sehr offenen Medienansprache an mehrere Medien den FC als Sanierungsfall bezeichnet. Jetzt hast du ja gerade schon darüber gesprochen, dass ihr natürlich da was vorhabt, aber trotzdem, das klingt natürlich erst einmal erschreckend, ne? Und dass wir dringend Erlöse erzielen müssen, klar, ne? Und dann ist ja jetzt auch Toni Modest gegangen, was du ja angeblich laut Bild, seit du auch mit schuld warst, ja, und kannst ja gleich gerne was zu sagen. Aber so ist das, war das mit dem Vorstand abgesprochen? Wusstet ihr, dass da so eine Art, ich nenne es mal Medienoffensive, der Klarheit, Schlussstrich und ja eventuell auch mal eine Verteilung, auch vielleicht auch einen kleinen Gruß an die alten Entscheidungsträger waren. War das mit euch abgesprochen? Also ich würde das jetzt nicht Medienoffensive nennen, aber dass wir da für eine gewisse Klarheit und Transparenz sorgen, auch innerhalb des Vereins, das glaube ich ist der absolut richtige Weg. Weil es nutzt ja nichts, da drum herum zu reden, um zu managen, sondern ich glaube, es ist viel sinnvoller, dann die Organisation, das Team, die Leute, die da zusammenarbeiten, darauf einzustellen, dass man auch eine gewisse Kulturveränderung durchaus mit herbeiführen will.
und wir dann gemeinsam diese Themen an der Stelle angehen. Und wenn man sich die Bilanzen anschaut, ja, dann ist es schon so, dass wir da natürlich durch Corona bedingt über 86 Millionen Umsatz einbußen an der Stelle, das eine oder andere an der Stelle aufzuarbeiten haben. Und deshalb dauert die finanzielle Gesundung, auch wie eben ausgeführt, dann 2 bis 3 Jahre. Und da haben wir sehr offen auch in allen Gremien drüber gesprochen und wir sind uns da alle einig, dass wir den Weg gehen wollen, dass wir die finanzielle Stabilität an der Stelle komplett erhalten wollen. So, und wenn man ein paar Veränderungen herbeiführen will, dann ist es, glaube ich, auch durchaus mal in Ordnung, da Klartext an der Stelle zu sprechen. Und ja, von daher steht es Christian Keller da absolut zu, in der Öffentlichkeit dann auch darüber zu reden und die Themen dann an der Stelle sachgerecht anzugehen. Und das macht er mit einer enormen Qualität, mit einer Verbindlichkeit, die schon einzigartig ist. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und von daher sind wir da felsenfest von überzeugt, dass wir ja gemeinsam das schaffen werden. Okay. Es ist halt nur so, dass das halt natürlich, klar, ne, dann kommt man natürlich wieder darauf zu sprechen, wer war bisher da. Und man könnte das natürlich dann auch als knallharte Kritik auch in Richtung der Vorgänger auslegen. Kann man ruhig sagen, Alexander Werle ist da sicher auch irgendwo mit im Boot. Hast du das so verstanden, dass er da mit einbezogen wurde? Oder war das gar nicht die Richtung? Oder? Ja, ist im Nachhinein dann immer... Was geht ja auch um alle Verträge, nicht nur Corona. Klar, es gibt ein paar Verträge, die optimierungsfähig sind, die kommt man sich an der Stelle, aber es ist natürlich schon so, dass man in der Corona-Situation, und ich meine, wir haben ja selber die ganzen Diskussionen an der Stelle dann mitverfolgt, dann teilweise gezwungen war, einen Teil der Zukunft zu verfrühstücken, um jetzt einfach mal die Wortwahl von Christian Keller aufzugreifen. Ja, genau so das genannt. Und da ist allen Parteien dann sehr wohl bewusst, in welcher Situation dann an der man da an der Stelle gestanden hat. Also insofern sehe ich das jetzt nicht als aktives Nachtreten gegen die vorherige Geschäftsführung, sondern eher als Beschreibung dessen, was man vorfindet, um eine gewisse Sensibilität dafür zu schaffen, dass es jetzt hier kein Selbstläufer an der Stelle ist. Und eine gewisse Erwartungshaltung auch zu managen, dass man jetzt hier wirklich eine sehr konsequente und gezielte Transferpolitik beispielsweise betreiben sollte, was in meinen Augen aber hervorragend geschehen ist. Also wenn man sich die neuen Verträge anschaut, und es ist egal, ob wir von den Ablösesummen reden, die durchaus für die Qualität der Spieler, die wir, glaube ich, bekommen haben, in überschaubaren Rahmen waren, als auch Verträge, und wenn man Vertragsmanagement an der Stelle sieht, dann ist das schon ein deutlicher Schritt nach vorne. Das kann ich sehr gut sagen, weil ich zum Amtseintritt mir alle Verträge angeguckt habe, auch schon von der Historie an der Stelle, und da machen wir deutliche Sprünge nach vorne. Und das ist ja das, was langfristig Potenzial bringt, wenn man im Vertragsmanagement sich da auch nochmal besser strategisch auch cleverer aufstellt. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und haben mit Christian Keller, glaube ich, auch einen herausragenden Geschäftsführer gefunden, der das in der Praxis umsetzt. Ich muss leider trotzdem nochmal nachhaken, weil es gibt da immer so, ich weiß nicht, ob du das den Begriff Flurfunk kennst, ne? Also dass man da immer wieder so Kleinigkeiten hört, sei es aus einer Medienecke, wo man in den informellen Gesprächen mal an der Theke spricht, oder aber auch mit Fans, die angeblich nah dran sind und so weiter. Da gibt's immer mal so, ja, der FC mit einem Bein Richtung Insolvenz. Ich will das einfach mal ansprechen. Kannst du die Sorge den Leuten nehmen? Also wenn wir nicht nochmal eine massive Pandemie bekommen, ja. Weil das ist alles ausgearbeitet in dem Mehrjahresplan, den ich eben angesprochen habe. So, wenn wir jetzt nochmal eine Pandemie kriegen, wo wir dann das Stadion zuschließen müssen und Geisterspiele haben, haben wir natürlich wieder neue Herausforderungen. Ja, den müssen wir uns dann stellen an der Stelle. Aber wenn alles so einigermaßen normal weiterläuft, wie es sich jetzt zu entwickeln scheint, dann werden wir das schaffen. Ja, da gibt's immer so nette Sprüche, es gibt keine Kugelschreiber mehr, die Besprechungskekse werden nicht mehr hingelegt. Also das sind so die typischen Anzeichen, ne, und so. Deswegen, das klingt jetzt so erstmal witzig, aber ich wollte es einfach mal fragen, weil das... Klar, man macht sich schon Sorgen und man weiß ja nicht, wie die Pandemie sich weiterentwickelt oder auch der Umgang damit, muss man ja auch mal sehen, ne? Also weil es in anderen Ländern ja doch anders damit umgegangen wird. Also dementsprechend ist der FC auch ein bisschen abhängig davon, wie die Politik sich da entscheidet. Ja, das ist bei allen so. Ja, betrifft uns alle an der Stelle, und du musst ja jede Situation versuchen an der Stelle zu managen, und wenn ich im Geisbockheim bin, dann kriege ich noch meine Kugelschreiber und meine Blöcke, die ich an der Stelle brauche, und gibt da ab und zu noch ein belegtes Brötchen, also von daher, das ist alles an der Stelle fein, aber auch ich finde es gut, dass man trotzdem, das macht die Geschäftsführung,
hinterfragt, ob jetzt hier nicht irgendwo Geld ausgegeben wurde, was man sinnvoller irgendwo anders investieren kann. Ja, das ist legitim und deshalb gehört das auch ein Stück weit an der Stelle dazu. Und da sind einige Themen, glaube ich, wo man noch Dinge optimieren kann. Das ist aber auch richtig und deshalb wollen wir diesen Weg an der Stelle bestreiten. Aber ich glaube, es braucht keine Angst zu haben, nur weil es jetzt da nicht besonders viele Kekse in der Besprechung gibt, dass der FC dann am Hungertuch nagt. Okay, dann lassen wir die Besprechungskekse mal weg, sondern nehmen lieber das das Potenzial, was wir haben, das sind natürlich die Spieler. Und eben vier schon der Name Modest, das hat ja schon ein bisschen was. Jetzt, man kann jetzt darüber sportlich diskutieren, ganz klar, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Aber auf der anderen Seite ist ja nun mal so, das Angebot ist ja gekommen, Modest wollte es machen und dementsprechend hat man es ja dann auch umgesetzt. Aber die Frage ist natürlich auch, nächsten Donnerstag, glaube ich, läuft die Transferphase ab. Gibt es da noch irgendwelche Bewegungen nach der einen oder nach der anderen Seite? Muss der FC sogar noch Spieler verkaufen? Also die Kurzantwort zu Modest ist am Ende des Tages, glaube ich, was für alle Parteien der sinnvollste Weg. Und da waren sich auch dann am Ende alle einig. Also von daher ist das auch eine Einigkeit, die bei einer solch bedeutenden Personalie durchaus mehr als erwähnenswert ist. Und das ist mir wichtig zu betonen, dass wir im Club, in den Gremien, an den verschiedenen Schnittstellen da wirklich sehr viel konstruktive Gespräche und Gemeinsamkeit an der Stelle haben. Das gilt auch, was Transferthemen anbegeht. Natürlich kommt am Ende der Transferperiode immer Bewegung rein. Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit jetzt durchaus gegeben, dass da noch was passiert. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht einen Fall, wo ich jetzt per heute sagen kann, das geht dann in die eine oder in die andere Richtung. Von daher wird es sauber in alle Richtungen an der Stelle ausgearbeitet und geschaut, was sich wo tut, was im Zweifelsfalle für Angebote an der Stelle reinkommen. Und dann werden die Entscheidungen gefällt. Natürlich sehr interessant zu beobachten. Klar, jetzt läuft eben auf das Ende der Phase zu. Auf einmal ist der Frankfurter Torwart begehrt. Dann denkt man sich, wir haben ja noch einen Torwart, der relativ teuer ist. Und wo man sagen könnte, wenn wir jetzt mal das, ich sag mal, Local Hero Ding weglassen, einfach, das würde ja eigentlich Sinn machen. Dann haben wir natürlich noch Anderson, der noch mehr oder weniger ja keine Chancen mehr haben wird wahrscheinlich, sportlich jedenfalls aktuell nicht, das kann sich ja irgendwann mal wieder ändern. Und natürlich der Fall Easy Boué, also es ist viel Bewegung, aber ich glaube, da das ist so ein tägliches Ding, ne? Das wird also täglich irgendwie was Neues und ja, ich merke schon, ich erfahre nichts Neues. Hast alles richtig gesagt. Der Versuch war wert, aber das Nicken hat alles gesagt. Nee, lassen wir das dann einfach mal weg. Aber wie ich dich nicht richtig verstanden habe, muss der FC keinen Spieler mehr verkaufen. Nein, wir sind nicht in einer finanziellen Notlage, dass wir gezwungen sind, Spieler zu verkaufen. Und uns ist halt wichtig, dass wir halt auch da aus einer gewissen finanziellen Situation heraus agieren können. Ja, weil nur du erzielst ja nur dann gute Ergebnisse, wenn du nicht irgendwie unter Druck stehst. Und das stehen wir nicht. Und wir haben mit Christian Keller da, glaube ich, auch einen, der sehr, sehr gut die Gespräche führen kann, mit einer Verbindlichkeit, die schon bemerkenswert ist. Und von daher sind wir da im engen Austausch natürlich, aber Vertrauen am Ende des Tages auch auf die Fähigkeiten von insbesondere Christian Keller. Könntest du eigentlich als Sportexperte, Fußballexperte besser schlafen, wenn noch ein Modestersatz geholt wird? Jetzt bin ich wieder beim Kaufen, das geht hin und her hier. Wie beim Basar. Also an der Stelle vertraue ich voll aufs Trainerteam und Christian Keller, die natürlich mit dem Scouting gemeinsam diese ganzen Themen schon seit Wochen an der Stelle bearbeiten und diskutieren. Und Steffen Baumgart hat sich ja klar positioniert, dass er seinen Kader, so wie er jetzt aufgestellt ist, auch für stark genug hält und es ja immer zwei Seiten an der Stelle hat und er bewusst auch nach innen hin in der Öffentlichkeit geäußert hat, dass den Jungs an der Stelle zutraut. Ja, und von daher lasse ich die Aussage des Trainers dann an der Stelle gerne so stehen. Okay, er hätte mich auch gewundert. Aber gut, ich muss es ja versuchen. Ich denke mal, das sollten wir dann auch diese aktuellen Dinge jetzt erstmal an der Stelle abschließen, weil es gibt natürlich auch Spannendes in der Zukunft zu berichten und vor allen Dingen darüber zu sprechen. Und als erstes ist ja da die Mitgliederversammlung. Und ihr wollt wiedergewählt werden, weil es ist Vorstandswahl und ihr habt euch zur Vorstandswahl gestellt. Es gab auch noch ein zweites Team, Mitgliederrat hat sich das auch angeschaut. Ihr seid letztendlich vorgeschlagen worden. Und wenn ich das jetzt nicht völlig falsch verstanden habe, aber auch mit ein paar kleinen Hausaufgaben oder ein paar Wünschen, die man euch noch auf den Weg gebracht hat. Ich möchte dich aber erstmal persönlich fragen, war das für dich und auch für die anderen, erstmal für dich, eine logische Entscheidung, dass du dich einer weiteren Wiederwahl stellen wirst?
Das war die logische Entscheidung, weil wir ja bewusst zu dritt angetreten sind, um langfristig da was zu entwickeln, wo, glaube ich, schon viele gute Schritte auch in die Wege geleitet wurden. Aber wir haben ja einen langfristigen Plan, Matchplan, wie wir ihn genannt haben, ausgearbeitet, wo wir jetzt in der Umsetzung sind. Und dann wäre alles andere, als nicht dann weiter anzutreten, um das dann auch in die Praxis umzusetzen, halt an der Stelle nicht nur nicht konsequent gewesen, sondern wir gehen das ja mit Freude an. Wir wollen ja jetzt diese Umsetzung sehen und auch unsere strukturellen, langfristigen Gedanken dann auch in der Praxis dann etablieren. Und von daher war das für uns alle drei keine Frage, dass wir antreten. Das war auch überhaupt keine, für uns alle drei war auch klar, wir wollen das im Dreierteam, weil das sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten, die wir gut miteinander einbringen können, kommen untereinander auch sehr gut miteinander klar, haben eine sehr gute Diskussionskultur. Und von daher war das eigentlich für uns nie eine Frage. Dass da jetzt noch ein weiteres Team angetreten war, das habt ihr denn jetzt aber nicht krumm genommen, das ist ein demokratischer Prozess. Oder? Ja, ist ein mitgliedergeführter Verein, kann jeder dann an der Stelle antreten, der da sich sinnvolle Gedankenkonzepte an der Stelle hat. Gibt ja immer auch über Ideen dann auch Themen, wo dann man durchaus auch positiv was rausziehen kann an der Stelle. Und der Prozess, so wie er dann aufgesetzt ist, hat in unseren Augen gut funktioniert. Der Mitgliederrat hat da seinen Job gemacht, auch professionell gemacht. Und insofern war das alles in Ordnung. Das Einzige, wo ich ein Stück weit widersprechen würde, es gibt jetzt keine Wunschliste. Also das ist nicht der Fall. Wir haben unser Programm an der Stelle vorgestellt, unsere Gedanken vorgestellt. Wir haben auch einen Blick zurückgeworfen, auch durchaus selbstkritisch zurückgeworfen. Und dann ist am Ende des Prozesses bekannterweise sind wir dann vorgeschlagen worden. Und so haben wir nach wie vor einen sehr guten Dialog mit Mitgliederraten, einen sehr guten Austausch mit Mitgliederraten. Okay. Ich meine, du wirst ja auch dann für dich persönlich und ihr für euch natürlich auch dann eine Rückschau, du hast ja gerade auch bestätigt, gemacht haben. Wo würdest du sagen, Mensch, da haben wir echt, also da müssen wir nochmal dran ansetzen, das dürfen wir nicht nochmal so machen. Wo würdest du sagen, hier sind wir auf dem richtigen Weg? Also vielleicht auch für die Fans und für die Leute, die euch wählen sollen. Du wirst es ja wahrscheinlich nochmal genau vorstellen. Ja. Aber vielleicht können wir heute schon mal ein bisschen was hören. Also ich würde sagen, wir sind da tatsächlich jetzt auf einem sehr guten Weg. Aber wenn man trotzdem mal ganz kurz selbstkritisch zurückblickt, dann war natürlich die Anfangszeit schwierig. Also es war von Beginn an sehr hoher medialer Druck an der Stelle. Wir hatten von Beginn an sehr viele Diskussionen. Dann haben wir nach 100 Tagen Jürgen Sieger verloren, was nicht geplant war. Was auch eigentlich eine Niederlage vom Vorstandsteam war, weil wir sind angetreten, um das zu dritt, drei Jahre lang zu machen. Haben dann mit Carsten Wettig einen extrem guten, ja mehr als Ersatz gefunden. Er hat das Team fantastisch ergänzt, hatte ja auch als Anwalt da ganz viele Kompetenzen, die wir ja bewusst in so einer Dreieraufteilung dann vorfinden im Vorstandsteam. Dann war es in der Anfangszeit natürlich nicht ganz einfach, da im Geisbockheim so ein bisschen Grip drauf zu bekommen, was das Thema Kommunikation angeht. Gab es im Grunde genommen zwei Themen, aus denen wir gelernt haben. Das eine war halt dann die PR-Nachfolge von Tobi Kaufmann, die unglücklich, ich würde mal fast sagen, gemanagt und kommuniziert war. Und was die eigene Vorstandskommunikation angeht, passt noch genau. Ja, so gerade. Ist auch so, dass wir ein Stück weit dazugelernt haben. Also wir haben halt von Beginn an auch durchaus gesagt, dass wir der Vorstand sind, der gerne aus dem Hintergrund agiert und nicht da in jede Kamera reinwinken möchte, sondern halt eher strategisch aus dem Hintergrund operieren. Das wollen wir auch nach wie vor. Aber die Mitglieder haben uns sehr klar aufgezeigt, dass sie schon noch einen Vorstand wollen, bei dem sie ein bisschen mehr abgeholt werden, was sie denn eigentlich tun. Also das war tatsächlich dann ein Stück weit die Frage. Und dann haben wir uns gesagt, na gut, wir sind ja echt aktiv und haben ja verdammt viele Themen rund um Corona und andere Dinge zu managen und auch in unseren Augen viele Dinge da ganz, ganz gut gemacht. Aber es war halt wenig, was man vermitteln konnte. Und dann haben wir halt konzeptionell beispielsweise die Post vom Präsidium eingeführt, haben auch dann den Dialog mit den Mitgliedern intensiviert, was in der Pandemie natürlich auch eh schwierig war, aber diese Mitglieder Austausch, den wir jetzt auch wieder am 6. September haben, das haben wir dann wieder intensiviert und das ist wichtig. Wir haben dann auch aus dem Matchplan heraus Arbeitsgruppen gebildet, um die Intelligenz unserer Mitglieder zu nutzen, um sie auch an der Stelle mitzunehmen. Von daher sind da, glaube ich, dann viele Dinge
aus dem wir gelernt haben. Gerade den Fan-Dialog, den wir eingeführt haben, funktioniert hervorragend. Also da sind dann die Vertreter, die sich auch wirklich mit guten Gedanken einbringen. Also wir haben wirklich Fans, die sich um viele Themen sehr intensive Gedanken machen, die man auch immer wieder an der Stelle nutzen kann. Und der Fan-Dialog mit unserem unabhängigen Berater Pia Klapp ist mittlerweile deutschlandweit anerkannt. Und von daher würde ich sagen, ja, das erste Jahr, da gab es das eine oder andere, was man wirklich hätte besser machen können in der Nachschau. Ich würde aber behaupten, wir haben da viele Erkenntnisse daraus gezogen und schon umgesetzt. Und wenn man sich jetzt die letzten 12 Monate beispielsweise anschaut, da ist es dann doch schon sehr viel gelungen. Also man hört jetzt ja ein bisschen um und klar, logischerweise habe ich auch eine eigene Meinung. Ich habe ja euren Weg sehr, sehr eng verfolgt, weil ihr am Anfang auch, glaube ich, eine der ersten Termine damals beim FC-Stammtisch-Talk, den ich noch gemacht habe. Schöne Grüße an Pascal Lüders und an Konrad Meurer, die das demnächst auch weitermachen. Witzigerweise auch am 6., aber kann man halt nicht immer, ne? Ich kenne das noch. Der FC hat immer zielgenau den FC-Stammtisch getroffen, wenn er irgendwelche Termine nicht, hat. Nicht so geplant. Nein, aber ist halt, dann muss man sich vielleicht mal abstimmen. Aber darauf wollte ich eigentlich nicht zu sprechen kommen, sondern dieses Licht und Schatten, na klar, ne? Also, das ist ja wie beim Fußball, das ist ja wie beim Spiel selbst, ne? Dass die erste Halbzeit vielleicht nicht ganz so doll gelaufen ist, in der zweiten hat man es ein bisschen aus dem Feuer gerissen. Aber es waren schon so Sachen wie das Festhalten an Armin Fee, wo man also doch etwas überrascht war, dass Armin Fee, der damals schon so ein bisschen angezählt war, sag ich mal, dass er dann doch noch, dass man ihm mehr oder weniger die Stange gehalten hatte, jedenfalls zu Beginn noch. Und später auch mit Horst Held einen Nachfolger verpflichtet haben, wo manche auch gesagt haben, naja, ist vielleicht auch nicht gerade die glücklichste Entscheidung. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge. Und dazu zählt natürlich auch der neue Trainer. Das würde ich jetzt gerne mal aufklären. Wer ist denn nun wirklich derjenige gewesen, der Horst Held daran gehindert hat, Thorsten Fink zu verpflichten und Steffen Baumgart anstattdessen die Möglichkeit zu geben, sich vorzustellen? Wart ihr das? War das der gemeinsame Ausschuss? Weil Erfolg hat ja immer viele Väter und der Misserfolg nur wenig. Also ich würde ein paar Dinge von deiner Ansprache noch mit aufgreifen. Bitte. Also es ist am Ende des Tages ein Riesenunterschied, ob du einen Trainer oder Sportgeschäftsführer einstellen musst, der jetzt gerade auf dem Markt ist, oder ob du vorausschauend Zeit hast, schauen kannst, wer ist auf dem Markt, um dann gezielt Leute zu verpflichten. Und weil es eben angesprochen wurde, jetzt Markus Gisdol, Horst Held, hat am Anfang gut funktioniert, hat uns die Klasse erhalten. Ja, von daher haben wir denen auch nach wie vor was zu verdanken. War von dem, was auf dem Markt war, eine vernünftige, ich würde sogar sagen, gute Lösung. Okay. So, wenn man jetzt sieht, dass wir Steffen Baumgart, Christian Keller haben, dann glaube ich, kann man schon sagen, dass man sich da nochmal deutlich verbessert hat. Da hatten wir tatsächlich aber auch die Zeit, das in Ruhe alles zu analysieren, die Gespräche zu führen. Und ein Steffen Baumgart beispielsweise, der kam ja genau auf den Markt. Ja, und da war ja im Nachhinein dann die Strategie dann ein Stück weit aufgegangen, dass wir mit Friedhelm Funkel den Retter geholt haben, wo ganz klar war, der hat eine Aufgabe, den FC zu retten, und dann gucken wir, wen verpflichten wir langfristig. Und Friedhelm Funkel hatte nun wirklich Top-Retter-Qualitäten an der Stelle und hatten gleichzeitig ja die Zeit, dann hinter den Kulissen beispielsweise mit Steffen Baumgart zu reden, den wir dann nachher an der Stelle auch verpflichtet haben. Und es ist richtig, was du sagst, dass Thorsten Fink im Gespräch war und auch durchaus als ein Kandidat vorgeschlagen wurde, so dass wir dann eine große Runde gebildet haben, weil wir gesagt haben, das ist eine der zentralsten Entscheidungen, die es jetzt zu fällen gilt, ob wir jetzt dann halt Fink oder Funkel nehmen. Mhm. Das war dann kompletter Vorstand, komplette Geschäftsführung und Sportkompetenzteam. Und in dieser Runde haben wir uns im Ergebnis dann den Weg eingeschlagen, den Weg mit Friedhelm Funkel zu gehen. Okay. So. Das war im Nachhinein eine sehr wichtige und auch sehr richtige Entscheidung, weil wir es natürlich A, geschafft haben, in der Klasse zu bleiben. Mhm. B, waren wir vollkommen frei, was die künftige Gestaltung anbegeht. Das wäre bei der Alternativlösung nicht der Fall gewesen. Also im Klartext, wenn man die Klasse gehalten hätte, hätte es eine Verlängerung gegeben. Und insofern war das also auch ein bewusster Weg, wo Sportkompetenzteam im Vorstand gesagt haben, das ist eine langfristig sehr, sehr gute Lösung. Und wir
wollen und denken ja bewusst sehr, sehr langfristig, und dadurch hatten wir ja auch dann die Chance, den Steffen an Land zu ziehen. Ihr hattet ja immer, wenn ich mal ganz kurz dazwischen fragen darf, die Prämisse, dass mehrere Leute, dass man eine, auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine Auswahl hat, wenn ich das richtig verstanden habe, war aber auch Peter Stöger ein Thema. Und Peter Stöger und Steffen Baumgart passen ja von der Spiele, wie sie ihr Spiel spielen lassen, ja überhaupt nicht zusammen. Deswegen sagen ja manche Leute auch, das war einfach nur Glück, dass wir Steffen Baumgart bekommen haben und kein, ich sag mal in Anführungsstrichen, schlauer Plan dahinter. Was würdest du denen entgegnen? Also wir haben ja immer eine Longlist und dann eine Shortlist, die dann gemeinsam abgearbeitet wird, ja, und auch Horst Feld war an den Prozessen ja maßgeblich mit beteiligt, Jörg Jakobs war da maßgeblich mit beteiligt, immer in Abstimmung mit dem Vorstand, deshalb wollen wir die an der Stelle nicht vergessen. Ja. Aber das jetzt als Glück zu bezeichnen, dass wir Steffen Baumgart bekommen haben, würde ich sagen, das wäre jetzt dann tatsächlich ein bisschen zu kurz gesprungen, weil es gab natürlich auch eine Konkurrenzsituation, es gab zwei andere Vereine, die interessiert waren, das ist ja auch öffentlich geworden, und es gab eine Sitzung, wo wir dann gesagt haben, jetzt wollen wir hier voran machen, wir glauben, das ist der richtige Kandidat und wir wissen, es gibt eine Konkurrenzsituation, und dann war der erste FC Köln auch in der Lage, mit seiner Gremienstruktur schnell und klar genug zu sein. Ja. Okay. Und das sind natürlich auch Dinge, die dann am Ende des Tages ein Stück weit einzahlen. Mhm. Und von daher haben wir da schon die nötigen Schritte eingeleitet, dass am Ende des Tages sich den Steffen Baumgart dann für den ersten FC Köln entschieden hat. Und das war ja für beide Parteien eine gute Entscheidung. Ein Glücksfall, ein absoluter Glücksfall für den Verein, muss man sagen. Ich glaube, soweit können wir uns beide aus dem Fenster lehnen, dass das eine sehr gute Entscheidung war. Dementsprechend dann auch so, vielleicht auch für euch noch ein bisschen Befreiungsschlag als Präsidium, weil, wie gesagt, ihr wart da schon auch ziemlich in der Kritik. Da gab es schon auch einiges an kritischen Stimmen. Ja, wir haben ja im Grunde genommen dann mit der Übergangslösung Jörg Jakobs und Thomas Kessler eine durchaus mutige Lösung gewählt, ja, weil Jörg Jakobs, der quasi Teilzeit das gemacht hat, also sehr, sehr stark mit seiner ganzen Erfahrung geleitet hat, und Thomas Kessler, dem wir wirklich sehr viel Entwicklungspotenzial zugetraut haben, dass er auch super direkt auf den Platz gebracht hat, um in der Fußballersprache zu bleiben. Ja. Das hat schon echt gut funktioniert, aber in der Außenansicht, glaube ich, hat der eine oder andere sich schon gefragt, was wir denn da machen, uns jetzt von dem Marcel zu trennen, um dann mit Jörg Jakobs und Thomas Kessler da dann an die Stelle reinzugehen. Mhm. Und da war es natürlich auch ein Glücksgriff, dass man einen Steffen Baumgart hat, der natürlich dann die Medien noch mit abgeräumt hat, ja, weil der ist ja am Ende des Tages ja auch mit einer Klarheit da aufgetreten, was insgesamt den Verein dann nochmal nach vorne gebracht hat, ja, neuen Mut gebracht hat. Und so hatten wir dann aber sehr schnell ein sehr konstruktives Miteinander, ja, was sich dann wirklich auch wiederum durch die ganzen Gremien an der Stelle durchgezogen hat. Und das ist schon bemerkenswert, dass es keine einfache Situation war. Wir hatten so gerade die Klasse gehalten, Übergangsregelung eingeführt, wohl wissend, dass wir dann die nötige Zeit haben, den Sportgeschäftsführer zu finden, den wir jetzt gefunden haben, nämlich Christian Keller, unsere langfristige Top-Lösung an der Stelle, und damit auch jetzt nicht Zufall, um den Begriff von eben nochmal zu nehmen, sondern mit einem langfristigen Gedanken oder Plan an der Stelle dahinter. Und das hat rückblickend natürlich mega funktioniert. Und dass das sportlich jetzt dann so abgegangen ist, hätte natürlich keiner mit rechnen können. Und der sportliche Erfolg hat natürlich dann die ganze Thematik, dass im Verein da Ruhe einkehrt und wir konstruktiv nach vorne arbeiten können, massiv unterstützt und begleitet. Und von daher, ja, das gehört dann an der Stelle dazu. Also insofern haben wir ein paar wesentliche Eckpfeiler an Entscheidungen, glaube ich, ganz gut gefällt oder gemanagt. Und dann ist es gut gelaufen, und da freut man sich natürlich sowohl als Vorstand als auch als Fan und nehmen das mit. Wie war das für dich jetzt persönlich? Jetzt 3 Jahre sind es ja knapp. Wenn du jetzt bedenkst, da ist ja so viel passiert, das ist ja Irrsinn. Da lag die Pandemie zwischen, die immer noch irgendwo andauert und immer noch schwelt, was ja für den Verein extrem schwierig zu regeln war. Dann natürlich dieser ständige, ich sag mal, Tanz auf der Rasierklinge Richtung Abstieg. Eine Erwartungshaltung natürlich auch in der Fanszene an ein neues Präsidium. Natürlich auch diese ständigen Personalwechsel oder Personalsituationen, alte Geschäftsführung, neue Geschäftsführung. Wie ist es dir so ergangen? Also wie fühlst du dich dabei? Und was nimmst du so aus diesen 3 Jahren schon mal mit? Weil es ist ja erst Halbzeit, wenn alles gut geht. Ja, das hoffen wir. Ja.
Also es war schon am Anfang nicht ganz einfach, ne? Weil wir hatten klare Ideen, wir hatten einen langfristigen Plan, aber wir wissen alle, wenn im Fußball kurzfristig die Sachen dann in eine andere Richtung laufen, dann ist es trotz allem schwierig. Ja? Wir haben uns aber geschworen, dass wir diese langfristige Denkweise durchziehen wollen, weil wir davon felsenfest überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist, generell im Fußball und insbesondere für den 1. FC Köln. Und von daher musste dann am Anfang auch die Schwankungen an der Stelle aushalten. Und von daher hätten wir unseren Plan auch durchgezogen, egal was dann sportlich an der Stelle passiert wäre, solange wie die Mitglieder uns das Vertrauen an der Stelle ausgesprochen hätten. Und das, die Problematik liegt ja ein bisschen da drin, dass die Gedanken und die Entscheidungen, die man fällt, sich ja oft dann auch wirklich als langfristig auswirken. Und das klassische Mitglied, das er nicht wirklich einwerten kann, ja, wie soll das auch an der Stelle? Und, und von daher ist natürlich kurzfristig dann doch immer viel vom Tabellenstand abhängig. Klar. Und am Ende des Tages erhöhen wir ja immer Wahrscheinlichkeiten und erhöhen vor allen Dingen auf lange Sicht Wahrscheinlichkeiten an der Stelle. Und da sind wir jetzt sehr, sehr froh, dass sich das in die Richtung entwickelt hat, dass wir eine berechtigte Chance haben, das dann wirklich auch so umzusetzen, wie es jetzt schon alles auch in der Umsetzung ist, also auch die neuen Strukturen, auch in der Geschäftsführung und so weiter, sind wir alles auf einem echt sehr, sehr guten Weg. Und ich ziehe jetzt vor allen Dingen auch die Energie darauf, dass man wirklich merkt, das geht alles in die richtige Richtung. Wenn wir das jetzt die nächsten 3 Jahre so konsequent weiter betreiben, wie wir es jetzt die letzten, ich sage jetzt mal 2 Jahre machen konnten, dann haben wir den Verein auf eine neue Basis gestellt. Und dann haben wir was hinterlassen. Das wird dauerhaft den 1. FC Köln wirklich nach vorne bringen. Und das ist die Zielsetzung und das ist auch das, was einen antreibt. Okay. Was war so der bitterste Moment? Ich brauche gleich nach dem schönsten. Boah, also das ist natürlich das Pokalaus gegen Hamburg war relativ bitter. Das auch auf die Art und Weise, wie es dann noch zustande kam. Also bei dem Hinspiel gegen Kiel dachte man auch so, hui. Aber auch da hatten wir die berechtigte Hoffnung, dass bei Hin- und Rückspiel sich dann vielleicht die Qualitäten an der Stelle auszahlen. Und das hat das Trainerteam rund um Friedhelm Funkel auch top gemanagt. Also das war wirklich durchdacht und am Ende des Tages deshalb auch nicht so ganz zufällig, sondern war wirklich auch dann gut umgesetzt an der Stelle. Also das war dann der schönste Moment, als es dann geklappt hat. Der schloss sich direkt an. Ne? Also das war das vielleicht ein Stück sinnbildlich für den Fußball, wo ja Glück und Pech so nah aneinander liegen oder Jubel und Traurigkeit. Und das vereint uns ja alle auch ein bisschen. Ja. Und das macht es am Ende des Tages ja auch ein Stück weit aus. Ja? Die Emotionen, die man da an der Stelle erlebt, die habe ich ja eh schon immer als Fan krass erlebt und als Vorstand hast du ja immer noch mal einen Hebel an der Stelle dann drauf, aber ja, dafür machen wir das ja alles. Ja. Und von daher, ich würde mal sagen, am Ende des Tages vielleicht dann der Moment, wo wir aus dem Pokal ausgeschieden sind. Das war schon bitter, auch die Art und Weise, wie es dann zustande gekommen ist. Ich finde es interessant, dass du sportliche Ergebnisse nennst. Das ist ja eigentlich auch schön, ne? Weil wir reden ja über Sport und nicht nur über irgendwelche Dinge, die im Hintergrund laufen und sonst was. Ne? Also die waren natürlich jetzt auch mit gemeint, aber umso besser, dass du jetzt die sportlichen. Ja, das ist so. Ich meine, was natürlich auch mega bitter war, wenn du dann Mitteilung bekommst, du hast dann keine Zuschauer im Stadion. Ja? Du hast dann ein Geisterspiel und musst dann mit 10 Leuten versuchen, den Schiedsrichter so anzubrüllen, dass er den Videobeweis dann nochmal... Was ihr getan habt. Wir haben euch immer gehört. Also. Da waren wir konsequent und wir würden ja auch behaupten, dass wir bei Mainz und Dortmund an den Elfmeterentscheidungen nicht so ganz unbeteiligt waren. Zumindest ist es gefühlt dann so, wenn man dann da rumschreit und auf einmal fühlt man dann nochmal da rein. Also man hat dann versucht, ein Stück weit in die Rolle da reinzukommen. Aber man kann das natürlich in keinster Weise was da fehlt, ist ja Wahnsinn. Ich meine, wenn man das sieht, was wir die letzten Wochen da erlebt haben und was man auch am letzten Donnerstag da erlebt haben. Wahnsinn. Das war ja wirklich Gänsehaut pur, Wahnsinns-Choreo, als er in unserem Fädel gesungen wurde vom ganzen Stadion, also wirklich, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Ja, nicht nur du. Das war schon überragend und deshalb sind wir so happy, dass das dann hoffentlich vorbei ist, eigentlich auch zuversichtlich, dass es vorbei ist und also die Geisterspiele waren schon auch sehr, sehr bitter, das muss man so sehen. Absolut. Ich komme vielleicht dann doch nochmal so in der Endphase, kommen wir ja langsam an, wie die Zusammenarbeit jetzt auch mit dem Mitgliederrat läuft, hast du ja eben schon skizziert, dass die sehr gut ist. Das war ja nicht immer so, jetzt nicht
eurem Vorstand, aber in früheren Jahren war das ja auch ein ständiges Hin und Her. Kann man jetzt wirklich sagen, dass diese Streitereien und dieses, was auch teilweise über die Medien kam, dass das jetzt der Vergangenheit angehört? Oder gibt es ab und zu noch Sachen, wo es hakt? Nö, das kann man schon sagen. Und es ist ja vor allen Dingen auch eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Also wenn man Sachen mit dem Mitgliederrat diskutiert... Also man darf sich auch mal knäbbeln. Also die bleiben intern. Ja, und das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja. Und das ist das, was ja schon wirklich bemerkenswert ist. Ja. Wir haben 3 Geschäftsführer eingestellt, teilweise in längeren Prozessen. Mhm. Und es ist dann rausgekommen, als wir es gemeldet haben. Ja, das ist fast schon historisch an der Stelle. Und das war jetzt dann hauptsächlich gemeinsamer Ausschuss, wo aber auch Mitgliederratsvertreter dann mit involviert sind. Und da weiß man natürlich schon, also da wächst eine sehr, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und im Mitgliederrat ist es auch so, dass da Themen vertraulich diskutiert werden und dann nichts am nächsten Tag in den Medien zu lesen ist. Und deshalb haben wir da wirklich eine gute Basis uns erarbeitet. Und deshalb gehen wir auch gerne zu den Mitgliederratssitzungen hin. Die ist quasi unser Aufsichtsrat. Das hat der Job, uns dann zu beaufsichtigen. Geben da dann Rede und Antwort und Einblick an der Stelle. Und die kriegen schon auch Einblick in die finanzielle Situation, die sportliche Situation. Da ist ja gerne auch die Geschäftsführung dann dabei, die berichtet. Und von daher sind wir da auch sehr, sehr offen. Und da hilft auch Transparenz an der Stelle, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Und das funktioniert in der Praxis gut. Also das ist schön, weil gut, wie gesagt, es soll ja auch mal ruhig mal gegenläufig sein. Also es spricht ja gar nichts dagegen, solange man hinterher auf ein gemeinsames Ziel sich noch einigen kann. Absolut, eine gewisse Diskussionskultur, die schadet nicht. Ja, ja, weil wir da aber auch ruhig mal einer mit der Faust auf den Tisch. Im Streichelzoo dann sein, außer wenn wir Hennes besuchen natürlich. Ja, Von daher, das ist schon eine gute Diskussionskultur an der Stelle vorhanden, aber vor allen Dingen tatsächlich gemeinsames nach vorne arbeiten. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich habe aber eben sowas rausgehört, du wirst dich vielleicht gar nicht mehr erinnern, aber als du seinerzeit dich beim Stammtisch mit dem Dreier-Team, damals noch mit Dr. Sieger und Werner Wolf vorgestellt hast, da hast du mal so emporgehoben, dass der 1. FC Köln, was ja auch gut ist, im Marketing so gut aufgestellt sei und sonst was. Und da habe ich gesagt, ich will aber lieber den Pokal gewinnen. Jetzt hast du aber genau so in der Richtung geantwortet, dass dich das Pokal auch so beschäftigt hat. Du bist auf einem guten Weg, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wir sind trotzdem stolz daraus, jetzt mittlerweile über 116.000 Mitglieder zu haben. Natürlich, da müssen wir nicht drüber reden. Das finde ich ja auch alles toll. Ne? Aber jetzt mal ernsthaft, der 1. FC Köln, letztes Jahr, vielleicht erinnerst du dich noch, vorletzte, 32. Spieltag, Tabelle, theoretische Chance, absolut theoretische Chance auf die Champions League. Und das mussten die alle sagen, die ganzen Reporter. Ich dachte, ich träume. Ne? Also das waren so Dinge, wo, und dann haben wir es ja leider mit den letzten beiden Niederlagen, ist ja dann nur die Europa Conference League geworden, es war trotzdem gefeiert wurde. Aber dennoch, glaubst du, der FC wird vielleicht doch mal eines Tages noch mal wieder an Silberware schnuppern dürfen? Boah, also unsere Vision ist ja langfristig, den 1. FC Köln unter den Top 10 zu etablieren. Ich glaube, damit fahren wir gut, dass wir daran festhalten. Und ich meine, am Ende des Tages gilt es ja immer, die Wahrscheinlichkeit an der Stelle zu erhöhen. Und wenn wir jetzt einfach mal die Vorsaison nehmen, dann sind wir ja deshalb Siebter geworden, weil wir wirklich eine Top-Saison gespielt haben, aber auch, weil natürlich viele Vereine, die eigentlich vor uns sind, wie Wolfsburg, Frankfurt, ja, Gladbach, normalerweise von der Möglichkeit noch Hertha, dann einfach teilweise weit hinter uns waren. Dann haben wir die Chance der Stunde halt genutzt, genauso wie es Union und Freiburg an der Stelle sehr gut an der Stelle genutzt haben. Und ich glaube, dass wir mit einem guten Erwartungsmanagement da an die ganzen Sachen herangegangen sind. Und deshalb ist es halt schon mal eher unrealistisch davon zu träumen, jetzt mal irgendwann nochmal auf nahe Zeit in die Champions League zu kommen. Ja, da sind andere Vereine uns dann doch viele, viele Jahre an der Stelle voraus. Ja. Also mein bestes Beispiel, um das deutlich zu machen, ist immer Freiburg. Ja. Die haben ein Eigenkapital geschaffen von, sagen wir mal, über 80 Millionen Euro. Ja, wir haben Eigenkapital von 0. Wir sind froh, wenn wir den Deckel glatt gezogen kriegen. Das heißt, wenn wir 10 Millionen besser wirtschaften als Freiburg in einem Jahr, dann brauchen wir 8 Jahre, um die dann wirtschaftlich einzuholen. Wenn wir 15 Millionen, dann ging es ein bisschen schneller, aber das sind Jahre. Okay. Und deshalb ist das, was wir machen und tun, ja wirklich auf Jahre relevant. Mhm. Und das kann man nicht in 1-2 Saisons messen. Da hat natürlich die sportliche Führung noch einen direkteren Einfluss. Und wir sind mega happy, dass wir ein Top, ich sage jetzt bewusst Trainer-Team haben, die das aus der Mannschaft rausgeholt haben, was da letztes Jahr der Fall war. Und klar haben wir die letzten 2 Spiele
zum Teil auch ein bisschen unglücklich verloren, aber davor hatten wir oft genug, wo wir dann die Punkte mitgenommen haben, wo es auch hätte andersrum gehen können. Also ja, im Endergebnis war der 7. Platz ja mega Erfolg und waren total happy, dass wir das geschafft haben an der Stelle. Und deshalb muss man halt immer ja da ein Stück weit vielleicht sogar fast ein bisschen langweilig, langfristig antworten, dass es ja wirklich darum geht, uns auf lange Sicht unter den Top Ten zu etablieren. Und ich meine, vor 2 Jahren waren wir eine Fahrstuhlmannschaft, ja, das muss man jetzt mal so hart sehen. Und wir waren nah da dran, erneut abzusteigen. Wenn wir das schaffen, dann ist das ein Riesenschritt, weil es ist ja am Ende des Tages so, dass du 5, 6 Bundesligisten hast, die um die Champions League spielen. Und alles andere spielt, wenn es nicht gut läuft, um den Abstieg. Das hat die letzte Saison nochmal sehr, sehr deutlich gezeigt, wo dann Hertha, Wolfsburg, Gladbach auf einmal 3 Mannschaften, die da eigentlich nach oben hingehören, und also die waren Top 10 etabliert und spielen auf einmal alle 3 gegen den Abstieg. Und deshalb sind wir auch gut beraten, dass unser oberstes Ziel ist, 40 Punkte zu erreichen. Davon haben wir, glaube ich, 12,5% schon geschafft. Und dann wirklich das aufbauen, was wir aufbauen wollen. Und das schaffen wir von den Grundvoraussetzungen in den nächsten Jahren und dann entwickeln wir den Club weiter. Ich muss noch eine Frage stellen zu den Ultras und generell zu das Verhältnis zu den Fans allgemein. Bei den Ultras war ja auch dann wieder, jetzt aktuell war ja da dieses Spiel bei der U21, was ein bisschen auseinander lief, und ich tue mich immer schwer zu sagen, die Ultras waren ja bestimmt nicht alle, das war halt ein Teil der Ultras, ne, so die da was gemacht haben, was nicht so ganz in Ordnung war. Wie ist aktuell euer Verhältnis in der Richtung und hat das jetzt irgendwas verändert? Ja, also das geht natürlich nicht, dass am Ende des Tages das zu einem Spielabbruch führt an der Stelle. Es waren ja eine Anzahl an Leuten, die man an einer Hand abzählen kann. Und von daher bin ich komplett bei dir, dass man nicht sagen kann, die, ich sage mal, aktive Fanszene, sondern es sind dann Einzelpersonen, da wird sehr klar gegen vorgegangen, da werden die Gespräche geführt, das ist mal bei der Aufarbeitung rein, das geht an der Stelle halt gar nicht. Umgekehrt erleben wir dann den Donnerstag, wo wir einfach alle sagen können, wow, was haben wir da insgesamt, wenn man das Stadion sieht, für ein tolles Publikum an der Stelle erlebt. Das wollen wir häufiger sehen, daran arbeiten wir. Ja, wir sind im Dialog mit denen, alles andere macht auch keinen Sinn. Wir haben auch einen Fan-Dialog an der Stelle, wo zumindest indirekt Vertreter dann der Südkurve e.V. mit vertreten sind. Wir versuchen das auch bestmöglich zu managen. Okay. Ja, der Dialog ist ja da, auch wir sind ja in Kontakt sozusagen, das ist ja auch ein Teil der Fanszene ab sofort, ne, weil es ist ja noch neu, aber gut, ich bin jetzt nicht ganz so neu, also von daher freue ich mich, dass du heute bei uns warst und oder bei mir. In dem Fall also ein ganz dickes, fettes Dankeschön dafür und hoffentlich schließen sich weitere Kollegen an. Werden wir mal sehen, was sich da noch alles realisieren lässt. Ansonsten, ich habe noch eine allerletzte Frage, bevor ich dich dann so langsam Richtung Feierabend entlasse. Du bist kein Feierabend, wir haben nachher eine Sitzung. Du hast noch Sitzung, wunderbar. Ich will einfach mal was von dir hören, was du für ein Spielertyp warst, weil ich weiß, dass du ganz gut Fußball gespielt hast. Ne? Ja. Also ich war tatsächlich Stürmer und war Modest. Am Ende des Tages für die Tore verantwortlich. Also ich habe viele Positionen Aber kein gespielt. Kopfballmonster, oder? Nee, also ich habe... Von der Größe her, glaube ich, ist schwierig. Tatsächlich nicht jetzt so wahnsinnig viele Kopfballtore. Man ist schon mal immer wieder passiert. Hatte auch eher einen rechten Fuß als einen linken. Und war in der Halle war so eigentlich mein Ding. Also eher so ein bisschen technisch orientierter und den schnellen Fußball. Wir haben jetzt im Mediapark übrigens Elfmeter-Turnier gehabt, direkt von unserer Haustür haben wir gewonnen. Okay, ja, immerhin Titel, ne? Das ist selber direkt, zum Titel geführt. Also von daher, Elfmeterschießen haben uns verbessert, zumindest auf der Ebene. Und von daher hat man versucht, sich dann da einzubringen, wo am Ende des Tages die Tore gemacht werden. Das ist dann im Zeitverlauf so entstanden. Sonst kam ich aus dem Mittelfeld ursprünglich heraus. Ich war auch einmal Libero, das war keine gute Erfahrung. Damals gab es ja noch einen Libero. Ja, den kenne ich noch. Und das ist nicht gut gelaufen. Von daher war schon besser, wenn ich vorne war. Okay, dann von der Übersicht allein schon. Vielleicht dann doch noch eine allerletzte Frage. Ja. Was passiert mit dem Mucki-Spiel? Ja. Maurice Banach, ich meine, das Buch haben wir ja letztes Jahr gemacht und da hieß es, das wird auf jeden Fall dieses Jahr stattfinden, aber wir haben natürlich Terminprobleme. Und habt ihr die mittlerweile lösen können? Seid ihr mit der Familie in Kontakt? Die Terminprobleme sind tatsächlich inhärent, was auch an der Winterpause liegt, wo dann Eishockeyspiele im Stadion geplant sind.
Und von daher wird das, so wie es aktuell aussieht, dieses Jahr nicht stattfinden können. Das ist aber mit der Familie kommuniziert. Natürlich sind wir mit der Familie in gutem Kontakt, weil wir das Spiel natürlich abhalten wollen und da auch ein entsprechendes Fußballfest veranstalten wollen. Wir sind im Feintuning. Es gibt noch keinen fixen Termin, aber sind da auf einem guten Weg und auch in einem guten Dialog. Und das ist insgesamt natürlich bedauerlich, dass das so lange gedauert hat. Aber jetzt liegt es tatsächlich an vielen technischen Faktoren, die wir auch nur bedingt beeinflussen können. Also wir hätten es gerne in der Winterpause gemacht, was jetzt aber einfach terminlich nicht aufzulösen war. Das heißt, wir werden weiter abwarten müssen, aber im neuen Jahr wird ein neuer Anlauf genommen. Dann ja, und wir sind auch zügiger dran. Also wir hoffen, dass wir dann innerhalb der nächsten Wochen dann hoffentlich einen Termin kommunizieren können. Wir sind da gerade in der Absprache wieder mit der KSS, also das läuft. Aber der Ball liegt im Moment genau auf dieser Abspracheebene. Das ist eigentlich so einfach, ne? Mal so ein Fußballspiel ist nicht so schnell organisiert. Das ist tatsächlich so. Und das, weil es geht ja auch um eine Lizenzspielermannschaft. Ne? Richtig, das ist ja auch ein Teil der ganzen Thematik an der Stelle. Das muss natürlich dann auch in eine entsprechende Vorbereitung dann da reinpassen. Und deshalb muss es da viele Aspekte zu berücksichtigen. Genießt bei uns eine hohe Wertschätzung das ganze Thema, wie auch Mucki Banach eine hohe Wertschätzung nach wie vor bei uns genießt. Ich selber habe ihn noch erleben dürfen. Ja, ja. Und von daher freuen wir uns, wenn der Termin steht, und freuen uns dann auch auf das Spiel. Dann lassen wir uns überraschen, wann das so sein wird. Hast du das Buch schon? Ich nehme es gerne mit. Dann nehme ich es, wollte gerade sagen. Dafür war es. Deswegen frage ich. Ne? Danke. Okay, dann viel Spaß damit oder gute Unterhaltung, weil es natürlich nicht immer nur Spaß ist aufgrund der Geschichte, aber man fühlt sich trotzdem, glaube ich, hinterher unterhalten und hoffentlich ein paar Erkenntnisse mehr. Ja, Ecki, ich danke dir. Das hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Jetzt fliegt gerade wieder ein Flieger hier vorbei, das ist das Kampfgeschwader Bölke. Das fliegt hier immer Richtung Nörvenich. Ja. Also überhört hinweg Richtung Nörvenich. Bisher haben sie noch nie angehalten, zum Glück. Zum Glück. Also ich danke dir auch nicht nur für das Gespräch, sondern auch für das Buch, weil das hat der Mucki auch definitiv verdient. Absolut. Dann bedanke ich mich nochmal und wünsche dir noch eine gute Zeit in den nächsten Tagen. Und euch alles Gute soweit und beim nächsten Mal wieder einschalten, auch beim Podcast natürlich. Und dann reden wir wieder weiter hier bei den Thekenphilosophen, beim Talk hier rund um den 1. FC Köln, aber auch um ein paar andere Dinge. Bis bald. Tschüss, Martin.